Moin moin und herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, Freunde und Abonnenten meines Kanals. Es geht nochmal weiter mit Destiny, denn in der letzten Folge bin ich ja noch gar nicht so wirklich auf das, was wir gesehen haben, eingegangen, weil die Folge ja dann auch schon an die 40 Minuten lang war und ich allgemein ja immer nicht so viel spreche, wenn ich mit jemandem zusammenzocke. Ja, also ihr seht, dass ich hier im Eisentempel bin. Ich habe mich jetzt mal hier schön zum Feuer gesetzt, da mit dem Eisenbanner da im Hintergrund. Wir sind in der letzten Folge ja sozusagen zum Eisernen Lord aufgestiegen und haben das coole Schwert bekommen. Was wir hier sehen, warte mal, ich rüste mal kurz eine andere Waffe aus, damit wir das mal ausrüsten können. Das erhöht auch mein Lichtlevel deutlich, aber das ist klar, wenn ich nämlich das und dann müsste das gleich sein, ja. Sogar schlechter, aber ich will es euch mal zeigen. Das ist das schicke Schwert, was ich hier auf dem Rücken habe. Das kann ich ja mal ausgerüstet lassen. Das hat uns der liebe... Ach Gott, ich habe seinen Namen vergessen. Das ist peinlich. Seinen Namen habe ich gerade vergessen. Wie dem auch alles sei, hat uns das der letzte verbleibende eiserne Lord überreicht. Und wir sind sozusagen jetzt... Saladin heißt er, genau. Hat uns das Schwert überreicht und wir sind jetzt auch ein eiserner Lord. Ja, in der letzten Folge, die ich zusammen ja mit dem lieben Schattenlord zusammen bestritten habe, haben wir uns sozusagen Siva gestellt, dass die damaligen eisernen Lords oder versucht hatten einzusperren. Da kann man sich ja noch an die eine Zwischensequenz erinnern, wo der weibliche eiserne Lord da die Tür verschließt und er noch, also Saladin noch versucht zu ihr zu gelangen, aber sie schließt die Tür und lässt da alles hochgehen und die wollten Siva ja damit ja eindämmen, was ja nicht ganz gelungen ist. Man hat Siva ja noch überall gesehen, diese roten Schlingen und so. Und ja, auf jeden Fall haben wir sie in der letzten Folge, sagen wir es mal, die weitere Ausbreitung von Siva gestoppt und haben somit eine Katastrophe verhindert. Ja, und als Belohnung haben wir dann halt das Schwert bekommen und sind dann aufgestiegen zum Eisernen Lord. Ja, dann haben wir noch einige Missionen bekommen, die man natürlich alle jetzt noch bestreiten könnte. Aber das will ich im Großen und Ganzen, weiß ich nicht, ob ich das noch onscreen tue. Das weiß ich wirklich nicht. Denn so langsam möchte ich zum Ende des Destiny-Projekts kommen. Denn jetzt im September startet Destiny 2 und Destiny 1 ist sozusagen, es wird zwar noch auch einige Zeit laufen, hat glaube ich Bungie auch gesagt, aber supported glaube ich wird das jetzt nicht mehr primär. Primär wird jetzt nur noch Destiny 2 supported und ich möchte mich dann voll und ganz auf Destiny 2 konzentrieren. Das Ding ist an der ganzen Sache, dass ich das auch niemals mehr erreichen kann, was andere Destiny 2 Spieler erreicht haben. Ich habe jetzt theoretisch noch einen Monat Zeit, wenn man das jetzt mal so grob sieht, und das schaffe ich nie mehr. Und ach, ich werde hier wahrscheinlich auch nie einen Raid sehen, weil Raids sind ja hier sowas, wo man auch wirklich sich absprechen muss und alles, und da muss man ein bisschen strukturiert vorgehen und sowas, denke ich, werde ich auch nicht mehr angehen hier in Destiny. Und auch die ganzen Bücher, die man jetzt hier noch durcharbeiten kann, das klar könnte ich das alles machen, aber im Endeffekt möchte ich nicht mehr allzu viel Kraft und Zeit in Destiny 1 investieren, denn wie gesagt, Destiny 2 kommt bald raus. Ja, ich möchte jetzt nochmal so ein kleines Resümee ziehen. Also das wird auf jeden Fall hier nicht die letzte Folge. Das wird so ein Fazit für mich. Denn ich habe Destiny damals ja angefangen, wo das als Standalone kam. Ich habe das ja damals mal die ersten Videos gesehen. Und das war ja alles so vielversprechend. Und ich war ja richtig geflasht, als ich das gesehen habe. Und ich bin nicht lange bei Destiny beigeblieben, weil ich weiß auch nicht. Der Funke ist damals nicht wirklich übergesprungen.
kann ich nicht genau erklären, warum. Und deswegen bin ich auch damals nicht dabei geblieben. Es gibt ja einige Destiny-Veteranen, die sind ja von Anfang an dabei geblieben und haben Destiny die Treue gehalten. Das habe ich ja nicht. Ich bin jetzt ja vor einiger Zeit wieder eingestiegen und hab für mich beschlossen, einmal so die Stories und alle DLCs durchzuspielen. Also einmal die Hauptstory. Und das habe ich mit der letzten Folge ja erreicht. Und die war auch, die letzte Mission, die war schon cool, die ich da mit Shadowlord bestritten hatte. Also vom Design her und wie die abgelaufen ist, war die schon cool. Also hat echt Spaß gemacht, wo man dann am Schluss da noch raussprinten muss, weil alles explodiert. Das war schon cool. Ja, also im Großen und Ganzen bin ich mit dem Projekt Destiny eigentlich ziemlich zufrieden. Ich hätte auch nicht gedacht, dass das bei euch so gut ankommt, muss ich ehrlich sagen. Was bin ich eigentlich die ganze Zeit im Menü? Denn das hat mich doch schon beeindruckt, wie sehr ihr das verfolgt habt und auch mit den Kommentaren begleitet habt und Daumen hoch begleitet habt. Das war schon cool. Und wenn man sowas bekommt, besonders wenn man so ein kleiner YouTuber ist wie ich, der ja auch kein Partner von YouTube ist und auch kein Geld damit verdient, dann ist das einfach nochmal umso mehr schöner, kann man das so sagen, ja. Und ja, also ich fand es echt interessant, das einmal noch so durchzuspielen. Vieles von der Story habe ich jetzt ja mitbekommen, aber es ist halt noch vieles weiterhin für mich im Dunkeln. Klar, ich könnte mich jetzt auf Kanälen wie zum Beispiel von Andy Edition weiter informieren über die Story und ich könnte auch die Grimoire-Karten durchlesen. Aber ich finde es schade, das finde ich echt an Destiny so schade, dass man sich viel extern holen muss und wenig vom Spiel selber, also direkt im Spiel bekommt. Es wäre doch echt schön gewesen, wenn die Grimoire-Karten innerhalb des Spiels gewesen wären. Dann hätte ich da sogar noch ein Special draus machen können und mich durch die Grimoire-Karten arbeiten können. So hätte ich das jetzt. Ich könnte es zwar auch anders machen, indem ich mich bei Banji.net anmelde und da die Grimoire-Karten durcharbeite und die mit euch durch. Aber das finde ich so ein bisschen schade, weil ich hätte es gerne im Spiel gebündelt gehabt. Und das, denke ich, wird in Destiny 2 ja auf jeden Fall besser. Da haben sie ja schon Besserung gelobt, dass da auch der Fokus auf die Story mehr gelegt wird. Und ja, ich bin echt gespannt, wie das jetzt weitergeht in Destiny 2 mit den Kabalen und so und dem Reisenden und was man da alles schon so gesehen hat oder sehen konnte. Es gibt ja bestimmt auch so Lime zum Beispiel, der ja auch schon ein, zwei, drei Folgen mit mir zusammen gezockt hat. Der ist ja schon völlig im Fieber und weiß ja auch schon viel, viel mehr als ich. Hat ja auch die Destiny Beta, die Destiny 2 Beta viel mehr als ich gezockt und ich bin ja so eher im Dunkeln. Ich sehe das ja auch immer an Andy Edition zum Beispiel, dass er schon so viele Infos von Destiny hat, dass ich immer denke, oh Mann, musst du dich da jetzt wirklich schon vorher, vorab so krass informieren oder genügt das, wenn du nur Destiny 2 spielst und dich vorab nicht so viel informierst, weil das möchte ich eigentlich nicht tun. Ich habe zur Vorbereitung habe ich wirklich jetzt nur Destiny 1 gespielt. Klar, ich mache jetzt diese ganzen Missionen nicht mehr, die ich hier habe. Ich weiß nicht, inwiefern mir hier noch storyrelevante Sachen verloren gehen. Das kann ich nicht genau sagen. Aber so die Hauptstory habe ich ja abgeschlossen. Und ich denke, dass ich nicht mehr allzu viel storymäßig verpasst, wenn ich jetzt hier nicht mehr die ganzen Missionen abarbeite. Kann mich natürlich auch rennen, dann habe ich Pech. Dann stehe ich halt in Destiny 2 wieder so ein bisschen im Dunkeln. Aber ich möchte mich wirklich auf Destiny 2 einlassen können und ja, einfach, dass das Spiel von sich aus mir viel gibt. Und klar, kann man das im Nachhinein noch machen und ich nicht, aber trotzdem möchte ich nicht so viel mir noch von außen holen. Das ist irgendwie vielleicht komisch zu erklären oder vielleicht für euch schwer zu verstehen, weil einige saugen das ja zum Beispiel, saugen das ja so in sich auf und holen alles Mögliche aus dem Internet, wälzen sich durch Foren. Ich habe das zum Beispiel auch bei Final Fantasy XIV oft gemacht, was Final Fantasy Online, das MMO,
Was mir aber auch immer oft viel den Spielspaß genommen hat. Ich habe damals mehr Zeit in den Foren verbracht als im Spiel selber, weil ich mich da belesen habe, wie man was skillt, wie man was macht und wie man was tut. Und das finde ich eigentlich immer für mich extremst den Spielspaß mindernd, weil ich habe mir immer erstmal einen Guide angeguckt, damit ich zum Beispiel von der Instanz, damit ich weiß, oder von einem Raid, damit ich nachher weiß, wie ich da vorzugehen habe. Das finde ich echt für mich Spielspaß mindernd, weil ich habe immer Panik, wenn ich das mit jemandem dann das erste Mal spiele. Das ist ja, wenn man so in Random-Gruppen, also in zufälligen Gruppen geht, dann erwartet ja jeder, dass immer alles sofort funktioniert und dass man nicht einmal scheitern und sterben darf. Das finde ich furchtbar. Das finde ich schlimm. Und das ist halt irgendwie so der Trend. Dafür braucht man dann wahrscheinlich feste Gilden, feste Gruppen, die das von Anfang an einmal mit einem durchspielen und die das auch mal nicht stört, wenn man scheitert. Denn nur so kann man das lernen. Und ich möchte das auch gerne so haben, dass wenn ich da mal einen Clan finde, also eventuell ist ja schon was in der Mache, dass ich das halt mit dem Clan für mich durchgehen kann und kennenlernen kann. Oder dass der Clan oder die Gilde, wie man es auch immer nennen möchte, mit mir diese Strikes durchgeht und mich dahin durchführt und dass ich mich nicht halt im Vorwerke so krass darüber informieren muss und mir irgendwelche Informationen holen muss. So bin ich halt. Da ist jeder ja anders. Jeder hat da ja anders Bock drauf. Aber für mich ist das immer so spielmindernd, wenn ich erstmal stundenlang vorher Videos gucken muss, wie was funktioniert und wie was gemacht wird, damit man auch ja nicht scheitert und seine Gruppenmitglieder nervt. Klar. Kann ich es auch verstehen, dass wenn man mit Random-Gruppen losgeht, dass man irgendwann auch mal genug hat, wenn es immer wieder schief geht. Aber ich finde so, wenn man ein, zwei, dreimal stirbt in der Mission oder in einem Strike oder was weiß ich, dann ist das, finde ich, kein Beinbruch. Und ich bin auch einer, der dann sich überhaupt nicht aufregt und das dann halt nochmal angeht. Und besonders spaßig ist es halt, wenn man das in einem Clan heraus macht und so das dann schön mit Spaß macht und auch mal über sich lachen kann, wenn der eine mal was verkackt und so. Das ist einfach so, stelle ich mir einfach ein schönes Kennenlernen von einem Spiel, von einem Online-Spiel vor. Mit Spaß, Freude, Vergnügen und nicht mit dem Fokus auf ich. Ich will immer der Beste sein, es muss alles sofort klappen. Das finde ich furchtbar. Ich bin ein Spieler, der sich von sowas immer sehr schnell runterziehen lässt. Immer dieser Progress, Progress, Progress. Es muss vorwärts gehen. Es muss, muss, muss. Man kann doch auch alles entspannt angehen, oder? Klar, es gibt verschiedene Gruppierungen. Kann man ja auch dann Gruppen oder Gilden gründen, Clans gründen, die dann auf sowas fokussiert sind. Ich glaube ja, das neue System soll ja auch ganz dieses Guided Games oder wie das heißt, dass zum Beispiel, wenn drei Leute oder so Leute von den Raid oder feste Spieler noch einen Mitspieler brauchen, weil in einem Clan gerade keiner online ist, dann können sie jemanden suchen und dann aber auch, glaube ich, die Voraussetzungen machen, was man wissen muss, um jetzt diesen Platz bekommen zu können, um damit in dieser Gruppe sein zu dürfen, glaube ich. So habe ich das jedenfalls verstanden, zum Beispiel, dass schon Erfahrung vorausgesetzt ist oder dass auch neue Spieler, die das erste Mal in diesen Raid oder in diesen Strike gehen, oder in diese Mission gehen, dass die auch willkommen sind und die dann herangeführt werden. Und sowas würde ich halt, wenn das so wirklich so ist, wie ich es so verstanden habe, dann wäre es natürlich richtig nett. Weil so könnte man auch als Solospieler das Spiel kennenlernen, ohne dass man nie zum Beispiel einen Raid oder so sieht. Weil zum Beispiel Destiny 1 hat ja auch diese ganze Clan-Organisation außerhalb des Spiels. Also es ist nicht im Spiel möglich, diese Clans zu gründen, sondern man muss ja über Bungie.net gehen und da die Clans gründen. Meines Wissens nach. Sowas finde ich nämlich auch blöd, dass man das alles so extern ausgelagert hat. Aber das wird ja mit Destiny 2 auch überarbeitet und das finde ich auch gut so. Jedenfalls habe ich es so verstanden. Also kann es eigentlich
alles nur besser werden. Ich will jetzt natürlich die ganzen Destiny 1-Veteranen mit meinem Gelaber hier nicht vergraulen, denn ihr habt alle viel mehr Ahnung als ich. Das gebe ich zu 100% zu. Ich habe ja nur an der Oberfläche von Destiny 1 gekratzt, muss ich ja zugeben. Ich habe wirklich nur an der Oberfläche gekratzt. Ich habe kein PvP gespielt, was ich ja in Destiny 2 auf jeden Fall machen werde. Aber ich habe hier in Destiny 1 wirklich kein PvP gespielt und das ist mir ja auch alles entgangen. Ich habe kein Raid gemacht. Ich weiß gar nicht, was hier die schwersten Herausforderungen sind und so. Und das werde ich wahrscheinlich auch in Destiny 1, also das werde ich nicht mehr erfahren können. Und deswegen finde ich es, freue ich mich auch so umso mehr, dass man in Destiny 2 von Null anfängt. Und ich werde wahrscheinlich auch in Destiny 2 kein Spieler sein, der von heute auf morgen gleich auf Maximallevel ist, so wie das einige ja schaffen, weil sie sich dann Urlaub genommen haben oder so innerhalb von der ersten Woche schon alles geschafft haben. Aber so möchte ich das auf keinen Fall angehen. Jeder kann das natürlich so machen, wie er möchte, aber ich möchte das dann so angehen, dass man das, ja, dass ich das für mich in Ruhe mache, dass ich mal schön nach dem Feierabend eine Runde zocke und Spaß habe dann mit den Kumpels und Freunden, die oder den Clanmitgliedern dann und ja, einfach locker. Und natürlich kann man dann auch irgendwann mal ernstere Sachen angehen und ernstere, zum Beispiel Raids und so, das ernst angehen, aber so am Anfang will ich das einfach für mich in Ruhe und entspannt entdecken. Und jetzt labere ich ganz viel über Destiny 2 in Destiny 1, obwohl ich ja eigentlich so ein Fazit ziehen wollte zu Destiny 1. Was mir ja eigentlich gar nicht so komplett zusteht, weil ich, wie gesagt, Destiny 1 nur oberflächlich angekratzt habe. Im Nachhinein finde ich das ein bisschen schade, dass ich so wenig mit Destiny 1 so wenig Zeit damit verbracht habe, beziehungsweise dass ich nicht das damals intensiver schon gezockt habe. Aber ich weiß nicht, das konnte mich damals einfach, ich weiß nicht, ob es an Inhalt fehlte oder so. Aber ich konnte einfach nicht, ich war einfach nicht gefesselt also das war einfach blöd. Kann ich nicht genau erklären. Auf jeden Fall mag ich dieses ganze Setting mit den Hütern, mit dem Reisenden, mit der Dunkelheit, mit dem Licht. Und das fasziniert mich ja, dass ein übernatürliches Wesen kommt, wo man nicht mal weiß, ob es gut oder böse ist. Man weiß nur, es wird von der Dunkelheit verfolgt. Es wird Dunkelheit genannt. Ist sie denn auch wirklich böse? Man weiß es alles nicht. Man weiß eigentlich nicht mal wirklich, wer der Reisende genau ist. Und das ist halt alles so mysteriös. Man weiß halt nur, dass dieser Reisende, beziehungsweise das, was ich nur weiß, weil, wie gesagt, ich schabe nur an der Oberfläche, dass der Reisende halt den Menschen diesen Fortschritt gebracht hat, ja, diesen krassen Fortschritt und diese Möglichkeit, diese ganzen Technologien zu entwickeln. Ja. Also es ist echt interessant. Ich bin gespannt, wie sich die Story in Destiny 2 weiterentwickelt und was da alles noch so auf uns zukommt und was da für eine Add-ons kommen. Und ich werde mir auf jeden Fall später auch noch den Season Pass holen, damit ich da auf jeden Fall vorgesorgt habe, wenn die ganzen Erweiterungen kommen und ich mir die nicht alle einzeln kaufen muss. Ja, also es ist echt dieses ganze Universum und ich mag es ja auch. Ich finde es ja auch cool, wie sie es hier gemacht haben, dass in einigen Sachen, zum Beispiel, wenn man das Schwert schwingt, dass es in die Third Person wechselt. Und ich mag super gerne dieses Gunplay. Das mag ja wahrscheinlich jeder Destiny-Spieler. Das fühlt sich einfach gut und wuchtig an. Und ja, es ist einfach cool. Es spielt sich schön, denn auch das ganze Aiming-System, das ist einfach wunderbar ausgereift für die Konsole. Und ja. Also, ich werde es auf jeden Fall auch weiter auf Konsole spielen. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch reden möchte, was wir noch machen können, weil viel können wir nicht. Ich bin jetzt hier beim Eisentempel. Ich könnte ja zum Abschluss nochmal in den Orbit gehen und dann nochmal zum Turm. Einfach nochmal zum Abschluss da den Reisenden angucken. Klar, könnte ich auch noch ein paar Missionen machen. Ich weiß, ich möchte es einfach noch nicht final sagen. Also, auf jeden Fall letzte Folge
Oder, naja, ich will nicht auf jeden Fall sagen, aber ich denke mal, dass diese PvP-Folge, die ich noch geplant habe, nächste Woche stattfindet. Wann kann ich noch nicht genau sagen, weil ich meinen Dienstplan nicht im Kopf habe. Da möchte ich auf jeden Fall, ich glaube, das wird auch nochmal mit ein paar mehr Mitspielern. Lime wollte gerne dabei sein und ich glaube, Schattenlord wollte auch dabei sein. Ach so, Lachiboom. Wenn ich seinen Nick richtig, seine PSN-ID richtig ausgesprochen habe, wollte auch dabei sein. Und das muss ich aber mal gucken, wann ich das nächste Woche dann mal mache. Einfach mal ins Destiny 1 PvP reingucken. Ich meine, ein jemand wie ich hat keine Chance gegen jemanden, also deswegen werde ich ja wahrscheinlich auch mit ihm zusammenzocken, aber auf jeden Fall jemand wie ich wird keine Chance gegen einen Lime haben, denn er sagte auch zu mir, dass er Pro oder durch und durch PvP-Spieler ist und das war ich ja noch nie. Ich war ja schon immer mehr der PvE-Spieler. Ja, deswegen wird das noch richtig interessant werden, was da in dieser PvP-Folge auf mich zukommt. Jetzt muss ich erstmal gucken, was ist denn hier noch für ein Auftrag, den ich abgeben kann. Das Grabschiff schwebt noch über Saturn. Cora, was hast du denn noch? Du hast vom Donnerlord gehört, ja? Er ist eine Waffe des großen Desasters, unserem ersten fürchterlichen Versuch, die Schar auf dem Mond zu bekämpfen. Ich wittere hierbei Gefahr. Okay, das hat sie jetzt nicht vorgelesen. Auf Okay, das Wiedersehen. scheint dieser Waffenquest zu sein, ne? Den ich da bekommen hatte. Ja, in dieser Folge kommt nicht viel Gameplay. Ich weiß, das ist ein bisschen langweilig. Ich meine, ich hätte das jetzt auch mit irgendwelchen Gameplay-Szenen von Destiny unterlegen können, mein Gelaber, aber da bin ich auch nicht so der Typ für. Ikora sagt, der Bauplan sei für die Nova Mortis, ein Gewehr, das von dem Titan gebaut wurde, der auch den Donnerlord erschuf. Also, das ist ungewöhnlich. Soweit ich weiß, gingen alle Aufzeichnungen über die Nova Mortis beim Rückzug vom Mond verloren. Gerüchten zufolge haben die Gefallenen in der Zeit von Skolas versucht, etwas Ähnliches zu bauen. Aber ich glaube nicht, dass es ihnen gelungen ist. Ich kann das bauen, aber ich brauche deine Hilfe. Geh da raus und baue eine Verbindung zur Lehre auf, wie Ikora sagen würde. Okay, das ist auf jeden Fall eine Waffenquestreihe. Ja, hier sehen wir ihn nochmal, den Reisenden. Das Schwert sieht übrigens ziemlich cool aus. Ja, ich weiß gar nicht, was ich noch großartig sagen soll. Ich möchte mich nicht festsetzen, dass das jetzt hier die allerletzte Folge gewesen ist. Oder beziehungsweise einer der letzten Folgen gewesen ist. Je nachdem, wie ich nochmal Lust habe, könnte ich mir nochmal vorstellen, dann eine Folge zu aufzunehmen. Denn zum Beispiel mein einer Kumpel hat jetzt ja auch Destiny für sich entdeckt, obwohl ich ihm das damals schon empfohlen habe. Da war das aber nichts für ihn, hat er gesagt. Also, aber jetzt ist er doch nämlich dabei. Und vielleicht könnte ich mir vorstellen, noch ein mal mit ihm was aufzunehmen. Ich glaube, er hat da auch jemanden, mit dem er das zusammenzockt. Muss man mal sehen. Muss ich mal gucken. Wie dem auch alles sei, ich komme jetzt hier mal zum Ende des Laberns und würde sagen, das war's erstmal. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall nochmal bei einer PvP-Folge, falls nochmal irgendwas davor kommt oder danach doch noch kommt. Seht ihr das ja dann. Also ich bedanke mich erst einmal, ich mache das jetzt schon mal in dieser Folge, dass ihr, wie gesagt, so fleißig zugeguckt habt und dass ihr immer dabei wart. So, warte mal, ich mache nochmal. So, nochmal schön meinen Helm abgesetzt, da seht ihr nochmal meinen schönen Exo-Jäger. Ja, auf jeden Fall nochmal ein großes Dank an euch, auch alle, die zum Beispiel immer wieder auf meine Facebook-Seite geguckt haben und da geliked haben, meinen Beitrag geliked haben, die Folgen, die ich da geteilt habe, die Informationen, um euch aktuell auf dem Laufenden zu halten. Oder aber auch die ganzen Kommentare und Daumen hoch, die ihr mir unter meinem Destiny-Projekt dagelassen habt. Echt, das motiviert auch wirklich, muss ich ehrlich sagen, ein Projekt auch so weit fortzuführen. Also,
wenn man da keinen Support durch seine Zuschauer hat, dann die auch einem richtig cool die Tipps dazu geben und das, was ist ja auch ziemlich cool, wenn die einem dann Tipps geben können, weil sie viel mehr Wissen haben über das Spiel, was man gerade zockt. Also es ist einfach nochmal ein großes, großes Dankeschön auch an euch. Ich werde mich jetzt noch nicht komplett verabschieden, aber ich sag jetzt erstmal Ciao und dann sehen wir uns hundertprozentig nochmal zur PvP-Folge. Also, vielleicht dann auch nochmal vorher oder danach nochmal. Mal gucken. Ich weiß nicht, ob die PvP-Folge dann doch die letzte Folge wird oder dann nochmal eine Zwischenfolge. Aber wie dem auch alles sei, würde ich sagen, sehen wir uns vielleicht auch spätestens dann in Destiny 2. Ich bedanke mich fürs Zugucken und Ciao, Hüter!